Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen mal wieder zu einem Waffen-Kombi-Check. Ist ja jetzt auch wieder ein bisschen her, dass da mal einer kam. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Accounts durchgestöbert, die ich noch hier verfügbar habe, und habe hier was ganz was Feines für euch, und zwar goldener Super-Cheeser mit zweimal Gold, einmal Silber-Upgrade von der Workbench und dann eine Waffe, die ich so noch gar nicht getestet habe, und zwar ist das dieser goldene Kampfarm, den gibt es auch in der normalen Variante. Ebenfalls mit zweimal Gold und einmal, ich glaube, das ist das normale Upgrade. Und dann habe ich mir überlegt, Dragonfire hatten wir schon so oft, dann nehmen wir doch einfach mal den Benz Bunker Blaster und testen einfach mal diese drei Waffen in der Kombination. Ist einmal hier Short Range, einmal Long Range und einmal ganz normaler Raketenwerfer. Und das schauen wir uns jetzt alles hier mal an. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Jo, hallo Leute, jetzt bin ich hier am Start, hab einen Server gefunden. Ich hoffe, dass der jetzt mal einigermaßen ausgeglichen ist. Immerhin ist er auf beiden Seiten voll, und das Flugzeug, kriegen wir es noch. Ganz close. Und der hier, der Kollege, sehe ich gerade, der hat denselben Rocket Launcher wie wir. Ist ja interessant, also ich bin mal gespannt, was der jetzt hier so am Werk hat. Oh mein Gott. Okay, das wäre jetzt ziemlich close. Schauen wir einfach mal so vom Aussehen, muss ich sagen. Oder haben wir keine Zeit für. Alter, Knife. Fuck Jeep. Scheiße, der Start geht schon mal wunderbar los. Vom Aussehen, ja, Gold, einfach nur Gold. Richtig geil, kennen wir ja schon. Allerdings, wenn wir den Goldton ein bisschen vergleichen, hier, das ist der super langweiler und das ist dieser Battle Arm. Der Battle Arm ist so ein bisschen, ich sag mal, goldiger. Jetzt schauen wir mal, da hinten waren, glaube ich, noch, oh, da kommt ein Tank, den wollen wir natürlich uns auch mal abgreifen, wenn das denn möglich ist. Achso, jetzt ist das schon kaputt, schade. Weil angeblich soll dieser Battle Arm deutlich mehr Schaden auf Fahrzeuge machen, oder so stand es jedenfalls in der Beschreibung von der Waffe. Was haben wir denn hier für schöne Emotes? Dreirad. Boah, gut, dass ich ausgestiegen bin. Ja, Schadenswerte sind ganz in Ordnung. Allerdings hatte ich gerade in der Runde noch mehr Schaden, also da war locker auch mal 26 und so drin. Ich weiß nicht, ob das an der Entfernung lag, dass ich nicht perfekt jetzt hier... Ja, oh, fuck. Ist der tot? Ne, ist er nicht. Warum gehe ich da nicht mit dem Battle Arm rein? Ha, einmal getroffen und wir kriegen auch noch den Kill, geile Scheiße. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Nationals hier gerade machen. Schlafen die wieder oder ist da was da los? Schauen wir mal auf die Entfernung, ob da irgendwas zu treffen ist da hinten. Oh ja, den haben wir einmal gehittet. Mit 6 Schaden, also so... Oh, nice. Jetzt hier mal ein bisschen schauen, was wir hier auf dieser Entfernung machen können. 57 Schaden waren das gerade. Vielleicht lag das daran, dass der Typ daneben noch stand, aber das war ja schon mal rekordverdächtig hier, die Sache. Hier ein Gegner? Nee, ne? Die stehen nur da hinten. Oder? Irgendwie welche so heftig ange... Ach, der Hubschrauber! Ja, sag es doch. Meld dich doch an, du Vogel da. Der Typ aus Tschechien hat uns da mal mit seinem Heli weggeschossen. Und ja, jetzt haben wir hier einen Kollegen am Start. 37 Schaden, okay. Naja, okay, das wäre jetzt hier keine Kunst. Also jetzt so von den Schadenswerten muss ich ganz ehrlich sagen, außer jetzt gerade mit 57 ist dieser Raketenwerfer wie jeder andere. Also es ist, der hat ja jetzt auch keine Workbench drauf, habt ihr ja gerade gesehen, hoffe ich. Und scheiße, da hinten ist Mando abgesprungen, das könnte noch ein Problem werden. Weil der Berg natürlich so ein üblicher Mando-Gammelberg ist. Und ja, da hinten ist schon irgendwas auf mich zugeflogen. Jetzt schauen wir einfach mal, vielleicht können wir hier noch irgendwas machen. Ist das nicht der Typ aus Tschechien hier wieder? So, der ist schon tot, schade. Boah. Mein Mauspad ist einfach zu klein, das ist echt ein Problem. Weil jetzt gerade auch bei der Drehung musste ich... Oh, fuck. Jetzt probieren wir mal auf die Entfernung. Ein und zu... Alter. Okay.
Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Die Waffe ist ja, steht jedenfalls so offiziell drin, ist ja für Long Range eigentlich gedacht. Aber jetzt gerade hat sie so einen Eindruck, oder es hieß doch mal, dass man es irgendwie umstellen kann. Oh, Ballistik, was haben wir für einen Emote? Nehmen wir den einfach mal. Ich dachte, man kann das irgendwie noch einstellen. Oh, fuck. Wo ist er? Hinter mir, vor mir, an der Seite, da ist er. Ich dachte, man kann das irgendwie einstellen, dass halt die, also ob man jetzt für weite Entfernung ballern will oder für die nahe Entfernung. Das ist natürlich eine Sache, die ich noch nicht rausgefunden habe. Alter, ja, jetzt stehen sie da zu fünft und ja, sonst wäre der easy weg gewesen. Ist logisch. Goldener Super Cheeser gegen den normalen. Also der Goldene schaut einfach geil aus, also keine Frage. Auch der Battle Arm schaut auch nicht schlecht aus. Was ich da nur schade finde, dass das halt nichts Besonderes ist, weil jeder konnte sich diese Waffe tatsächlich kaufen. Oder ich glaube bei Premium oder so gab es die. Oder sogar als Belohnung, wenn mich nicht alles täuscht. Lol. Wo ist der denn hingeflogen? Hat hier irgendwer mal ein Medic für mich? Hallo Medic, dankeschön. Da winken wir doch auch mal freundlich. Und geben ihm Legit. Das finde ich cool, wenn du einen Soldier hast, dann kann man so ein bisschen zusammen hier, der eine gibt Legit, der andere healt den anderen und so weiter und so fort. Und tschüss, mein Freund, mein Mousepad ist wieder zu klein. So. So, was haben wir denn hier? Alter Schwede, okay, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Hätten wir jetzt noch Keck dabei, wird da vielleicht... Ach, scheiße, jetzt habe ich hier... Ich brauche einen Medic schon wieder. Medic, Medic. Oh, ich habe einen bekommen. Geil, jetzt haben wir wieder Full Life, das ist doch geil. Zwei Soldiers, die richten es dann. Okay, 27er Crit, nicht schlecht, nicht schlecht. Also kann sich schon sehen lassen, die Schadenswerte. Also ob das jetzt OP ist oder was auch immer, das müsst ihr ja selber mal einschätzen. Ich für meinen Teil muss sagen, zum Teil ja, zum Teil nein. Aber es ist generell bei der Workbench irgendwie so, dass die mal... Denkst du, Alter, was geht denn hier schief? Und mal sind die Schadenswerte relativ normal. Also es ist nicht immer, also man, viele denken ja, es wäre immer so, dass man mehr Schaden und so macht, aber das kann ich irgendwie nicht ganz bestätigen. Boah, 53, Alter, ist der gerade hier wegen dem K gestorben oder was? Oder runtergeflogen? Ja, unten liegt seine Leiche und da hinten ist auch wieder ein Gegner. Was? Lost Control of Town, okay. Gehen wir da mal zurück. Schaut so geil aus. Oh, ein Heli. Da können wir jetzt auch mal schauen, was das so für Schadenswerte sind. Ja, 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 ja. Schade, dass er abgesprungen ist. Ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn einfach nicht. Shot. LOL! Ich habe ihn einmal getroffen mit exakt einem Schaden und der Typ stirbt halt einfach. Alter, 30 Schaden von hinten, schön. Tschüss. Alter Schwede, okay, das war jetzt wieder so eine typische Situation, wo ich mir denke, was geht mit der Waffe schief? Und jetzt auch kurze Distanz, gebt euch das mal. Okay, jetzt nehmen wir doch lieber einen Cheeser. Oh, fuck. Alter, ich bin echt beeindruckt, also... Dieser Battle Arm und der Cheeser zusammen, das ist schon eine tighte Kombi. Nicht nur, weil beides Gold ist, sondern weil es einfach geil aussieht und echt Spaß macht. Ich würde mal sagen, punktemäßig sind wir auch ganz gut dabei. Also läuft bei uns. Schauen wir mal, was da hinten noch so abgeht. Jetzt, die Waffe ist so mies. Ich treffe nichts. Ich lasse lieber einen Sniper das regeln. Ich gehe lieber hier auf Short Range. Ah, nice. Volley Shot. Warum hat der nicht abgeschossen? War noch nicht nachgeladen oder was? Ne, da war niemand. Wo sind sie denn jetzt? Verstecken braucht ihr euch nicht. Achso, wir haben den Punkt jetzt eingenommen. Ja gut, das erklärt einiges. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Noch zwei Gegner. Achso, ich dachte, das wären mehr noch. Schauen wir einfach mal, was da hinten so abgeht. Oh, ein Tank und da sind noch zwei. Die gönnen wir uns doch jetzt mal, wenn es geht. Oh, scheiße. Oder auch nicht. Scheißdreck.
crazy. Mit der AK-74 hat er uns gekillt. Egal, egal. Macht nix. Oh, zum Schluss noch 48 Schaden. Also, ich muss sagen, ihr habt selber gesehen, teilweise sind die Schadenswerte doch ziemlich krass hoch. Also 30 Schaden mit dem Cheezer oder Super Cheezer ist schon, ja, eine Hausnummer für sich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, Workbench, ja, nein, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich meine jetzt eigentlich zu den Waffen. Fand ich jetzt ganz nett, mal Dual-Gold-Setup zu spielen. Geil wäre natürlich noch ein goldener Rocket Launcher oder so. Dann wäre es natürlich Premium einfach nur. Aber ja. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal wieder ein spontaner Waffen-Kombi-Check. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr ja mal in die Beschreibung schauen. Sind noch weitere Videos verlinkt und so weiter und so fort. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und ciao.